Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich suche etwas Bestimmtes und es ist nicht da. Es ist nicht da oben, es ist nicht da unten. Es muss irgendwie da hinten drunten drüben sein. Ich habe keine Ahnung, wie man zu dem Gebäude oder zu dem Eingang hinkommt. Ich glaube von hier aus. Ich muss mal von hier aus probieren. Ja. Denn da soll es irgendwo weitergehen, aber... Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ich habe es auch schon begriffen. Das ist hier gar nicht mal gelogen. Hier gibt es hier echt nichts zu sehen. Da ist ein grünes Kakerlaki. Nanu, ich will das mitnehmen. Danke. Jetzt bin ich schon so bei der Dishornet Steuerung gewohnt, dass ich jetzt immer auf F drücken will statt auf E. Voll verwirrend. Entschuldigung. Aha, wo geht's denn jetzt hier rauf? Da oben ist definitiv irgendwas und hier muss es irgendwie raufgehen. Ich habe wieder mal nur keine Ahnung wie. Da oben müsste dann wahrscheinlich, oder hier, irgendwo der Eingang sein zu unserem nächsten Ziel. Boom, boom, Clash Chopper. Wer haut, wer schießt denn da schon wieder? Wow. Wer ist denn das? Wusch, der ist weg. Ich glaube, den haben wir auch so weg. Jawohl. Dann haben wir noch so einen Kerl. Der ist da. Ah, das geht so nicht. Aha. Halt. So. Der ist auch weg. Und dann ist, glaube ich, noch einer. Der ist auch schon weg. Aufheben. Aufheben. Ja, vielleicht haben sie Munition. Unternehmer, Plünderer. Oh, wir haben unseren Leuten geholfen. Ups. Naja. Ich meine, das war natürlich so geplant. Ja, natürlich. Ich habe gewusst, dass die da sind. So, den nehmen wir auch mit. Wir hoffen mir, dass den Eichhörnchen ein bisschen auch. So, das reicht. Die Buffen nehme ich nicht mit. Licht wäre nicht schlecht. Was haben wir da noch drin? Oh, von mir aus. Nehmen wir das Zeug mit. So. Schießt schon wieder jemand? Naja. Ich sollte mich da diesbezüglich nicht wundern, weil es wird sowieso immer fortgeballert. Wichtiger ist es, dass ich mal diesen dämlichen Eingang finde. Weil ich überhaupt keinen Plan habe, wie, wo, was, warum. Ich da nicht hin darf oder hinkomme. Irgendwie da so. Vielleicht hier runter. Vielleicht hier runter. Das soll stimmen? Nee. Oder? Vielleicht doch? Na, glaube ich jetzt nicht. Der ist leer. Vielleicht hier rüber. Ach, das waren nur Krähen. Also Rabis. Robin. Rabbileins. Was? Ah, Hundi! Ja, schießen, du darfst. Jawohl. Und ein Schild. Geht vielleicht irgendwie da. Der Tor so? Geht das so? Nein, ich glaube nicht, da ist Edda vorne. Huch, das war Edda. Macht nichts, sie braucht auch Erfahrungspunkte. Ja. Entschlossen! Jagdgewehr, wie kann der Hund. Naja. Die Zeit wird für einen Augenblick verlangsamt, wenn die letzte Kugel im Magazin geladen wird. Ah, hm. Lalala. Da bekommt der goldene Schuss gleich eine neue Bedeutung. So, darf ich jetzt dann bald mal im Dungeon und so rein? Da vorne? Das da? Freund oder Feind? Ich hoffe, du entscheidest Freund. Dich, eine der Säulen der Gemeinschaft zu werden. Moment, irgendwie schaut der aus wie im in Far Harbor. Ein Mafiosi-Boss. Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal,
Fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Warum fragst du? Keine Zeit dafür, zustimmen? Nicht wichtig. Warum fragst du so deppert? Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Worum geht es? Keine Verkaufstexte, klingt gut, kein Interesse. Worum geht es? Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Fragen nicht, fragen ja, nein. Fragen? Ich habe erst noch einige weitere Fragen. Natürlich. Und ich bin hier, um sie zu beantworten. Das ist schön. Wenn ich es mir anders überlege, Anforderungen, eure Bewegung, keine weiteren Fragen. Wenn ich es mir anders überlege. Und wenn ich es mir später anders überlege? Es gibt absolut keine Verpflichtungen. Aber glaub mir, wenn du siehst, wie sich dein Leben ändert, willst du nicht mehr gehen. Ob du es glaubst oder nicht, noch nie hat uns eine Säule verlassen. Nicht viele Gruppen wie unsere können das von sich behaupten, oder? Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Nachdem der ausschaut wie ein Mafiosi, könnten die auch gezwungen werden, hier zu bleiben, ne? Anforderungen. Was muss ich tun, um der Bewegung beizutreten? Das ist das Schöne daran, Nächster. Du musst nichts tun, nur im Geist bereit sein und dein Herz für die Möglichkeiten öffnen. Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Eure Bewegung? Um was geht es in eurer Bewegung? Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Das wäre ein Mafiosi. Danke, dass ich habe keine weiteren Fragen. Gut, dann bist du hoffentlich bereit für deinen ersten Schritt in ein neues Leben als eine Säule der Gemeinschaft. Na gut. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu ändern. Nicht so schüchtern. Komm. Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern. Das ist der Zwilling von gerade vorhin, ha? Huh? Ja. Wir wollen aber hier weiter. So, irgendwie noch. Ich darüber. Freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Jo, das ist sehr nett. Was haben wir denn da? Meinen Rettungsring. Jawohl, da habe ich viele davon. Ja, und ich bin wegen dem Rettungsring jetzt überladen. Da. Komm mal her. Du schaust furchtbar aus. Du brauchst dringend mal einen neuen Anstrich. Oh je, es ist ja auch voll den Christbaum. Stimmt, da war ja was. Dreck, verdammter. Voll vergessen wieder. Aber sie kann noch was schleppen. Das ist sehr gut. Da. Danke, liebe Ada. Das reicht schon mal. So, jetzt gehen wir weiter dieses Loch suchen. Aha. Jo, ist gut. Wie würdest du? Na, will er nicht. Okay, dann nimm so. Na, so. Was? Hat nicht gereicht? Jetzt aber. Was? Hundi! Okay, den hat Ada vernichtet. Boom. Na, Hundi? Ein Kampfhund. Was? Psch, psch. Ada schießt mit Raketis. Wusch. Ah, da ist jemand. Ja, toll getroffen. Ups, da. Spitzenmäßig getroffen. Da kann man ja echt nichts sagen, oder? So. Was? Wer wagt das? Ja. Zieh nicht. Hä?
Da oben. Busch. So. Geht doch. Was ist das weit? Ich hab keine Ahnung, wo ich da... Komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Halt die Gosch. Da. Was, das nehmen wir auch mit. Dann weiter noch in die Richtung. Bla bla. Das kann es nicht sein. Wie weit ist denn das? Bitte laufe ich ab richtig? Lol. Hä? Ich finde die Ladung. Lol, da kann ich laufen, bis ich schwarz werde. Entschuldigung. Ich dachte, ich bin da. Es ist noch hier. Na, das ist nicht da. Das ist oben droben. Far Harbor. Kann man schon abhauen. Ach komm, welche Feind. Ah, Hundis. Huch. Na, Hundi. Aha. Hallo, wieso rennt er denn zu Edda? Au! Doofes Viech. So, da drüben ist gleich noch so ein Köderlein, oder? Hundi? Nichts mehr Hundi. Da ist Hundi. Der Fuß, wie der Fuß ausschaut. Super, ey. Wir müssen wieder zurück nach Far Harbor. Ich dachte, hätten wir schon alles abgeschlossen. Nix da. Ja, dann nix wieder auf. Vielleicht finden wir so auch das Schiffelein an. Das Signal von diesem komischen Schiff. Ich werde es auch gleich wieder einschalten. Das wäre mir ganz besonders lieb. Und ja. So. Da kann ich schon laufen, ne? Da kann ich laufen, bis ich schwarz werde. Ich dachte mir, es gibt's ja nicht. Wann sind wir denn endlich da? Ja, jetzt sind wir da. So, als allererstes, bevor ich es vergesse. Na, hier, Radio. Und zwar das von diesem komischen Schiffelein, Schiffsbrecher, da haben wir sie. So, stimmt. Als zweites, die Karte. Wo dürfen wir denn jetzt dahin, bitteschön? Aha. Freilich. Die Frage ist, von hier nach da oder von hier und darüber schwimmen? Ich glaube da. Großartig. Es hat Zocki wieder fein gemacht. Fein. La ra bam 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 bam. Ja, ja. Da 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 dam da da dam da dam da da. Da. Au! Alter, du Arschkopf. Ja, super getroffen, echt. Ja, weg mit dir. Da drüben ist so ein Kasperl, so ein Viech halt. Viech, ja genau. Dingens. Au. Nachladen, ist ganz klasse. Jetzt nebelst du da oben endlich ab. Triff ihn überhaupt? Alter. Triff ihn nicht mal was. Ist jetzt mal hin? Alter. Was du? Hallo? Was willst denn du von mir? Alter, alter, alter. Wo ist denn der? Oben? Weiß mal was? Ich soll mal was essen. Wo ist er denn jetzt da? Hä? Wo ist er denn? Da. Dieser... Alter. Ich hab keine Ahnung, ob ich ihn treffe. Wo bist du denn?
Du Quatschkopf. Boy. Haben wir ihn erledigt? Ich glaube nicht. Deinen Superhammer lasse ich liegen. Wer bist denn du? Mutantenhund. Ja. Haben wir ihn erledigt? Ich hoffe. Ist da alles gut? Ja. Da oben ist auch so ein Krebs, auch so einer rum. Wo ist denn jetzt hin? Hä? Ist der jetzt auch wieder da? Jupp. Jetzt nimmer. Da oben rennt auch einer rum. Der ist auch weg. Sind wir jetzt fertig? Bitte? Vielen Dank. So, das sind wieder viele Markierungen. Warum eigentlich? Aha, die Ladung finden. Aha, das sind mehrere Stellen. Großartig. Das heißt, wir müssen zuerst die da, ne? Das müsste jetzt hoppala. Ja, die stimmt. Da zuerst rüber. Heureka! Heureka! Ja, ja. Oh, da geht's tief runter. Ups, au. Da, da, dam, 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 da, dam. So. Ah, da drüben, ne? Okay. Wir tun speichern. Ich würde sagen hier, jawohl. So. Ja, okay, dann ein Stückchen. Heureka! So. Licht haben wir. Haben wir eigentlich angehabt, ja. So, irgendwie mal in die Richtung. Hat einen Vorteil, dass die Powerrüstung wieder sauber wird. Ach Gottchen. Dauert halt leider noch ein bisschen, bis man dort ist. Dam, dam. Hüpf, hüpf, hüpf. Radioaktiv ist halt alles. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wir haben es schon gefunden. Oder auch nicht. Na, nicht so ganz noch. Wie weit sind wir? Ach du liebe Zeit. La, 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 la. Das Schöne ist, dass wir uns hier gleich weg teleportieren können, hoffe ich mal. Dass es im Wasser geht, das wäre sonst schade. So. Ich weiß, das knistert jetzt ein bisschen schier. Das ist wegen dem Signal da von der Schiffsbrecher. Die ich noch immer versuche zu finden. Die kann ja leider, leider, sagt der Schneider, random auf der gesamten Insel hier kommen tun. Willst du nachladen? Es geht im Wasser nicht. Ah, ja, ist nicht logisch, ne? Wie die Patrone nass. Jojo. Ah, da vorne haben wir was. Da, da, ram. Da, 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 da. Boah, wie viele Schiffchen hier untergegangen sind, ha? Da haben wir was. Da haben wir was. Hallo. Versiegelte Ladung. Nehmen wir doch gleich mit. Super. Die nächste dürfen wir uns wirklich porten. Das wäre so schön. So, und zwar hier rüber. Ja. Ah, ist so. Weil ich überladen bin, ist die Edda da. Warte, warte. Wenn wir hier schon eine doofe Kiste haben, so, kommt eben irgendein Plunder rein, zum Beispiel das hier. Die Hunderüstung würde ich gern Doc mit anziehen lassen. Vielleicht haben wir irgendwelchen, ja, die Granaten nutze ich eh nie und das kann man eigentlich auch lassen. Haben wir sonst noch irgendeinen Müll? Ich muss dann das Klumpert entsorgen. Vielleicht können wir ja was essen. Wow, das zum Beispiel. Wahrscheinlich unter Wasser nicht unbedingt, ne? Jetzt passt es wieder. Hoppala, falsche Taste. So, jetzt passt er wieder.
So, das ist jetzt nämlich jetzt gerade richtig doof. Jetzt muss ich das ganze Zeug in unsere geliebte Vault schleppen. Das hätte ich gleich machen sollen, ich bin so dämlich. Entschuldigung, jetzt wieder ein Haufen weiß herumgebohrte für nichts und wieder nichts. Aber ich brauche Platz. So, mach hin. So ein Dreck. So, bitte. Nochmal das ganze Stück darunter zur Vault. So. Ich wundere mich selber, warum ich mich hier ein bisschen auskenne auf der Karte. bei den vielen Orten, die wir schon gefunden und entdeckt haben. So. Ja, räusper. Na los. So ein Pech, echt. Dauert jetzt leider ein paar Minütchen. Für nix und wieder nix, ich weiß. Ja. Edda? Hey, ich helfe gerne weiter. Ich weiß, du bist die Beste. So, her mit dem Zeug. Ich danke dir. Boah, voll wie ein Christbaum. So. Na, komm. Na, nicht so. Ja, das ist der Stolz. So. Also, haben, darfst du behalten. Das. Das behalten wir. Dann, das können wir hergeben, das. Das wird questbedingt sein, dass wir mal denken, boah, ist das schwer. Wow. Nö. Das ist schwer. So. Meierle Kuchen, mutanten Hundefleisch, die Keulen lassen wir da. Psycho. Kakerlakenfleisch können sie haben. Das können sie haben. Dieses können sie haben. Das behalten wir mal. Mehr nicht. Leichter wäre man nicht. Wie schaut's aus? Jo, ich werde auch gleich die Powerrüstung reparieren lassen. Wenn wir schon mal da sind. Was? Servus. Grüß euch. Hallo. Es gab ein paar Beschwerden über die Waffensituation. Über was für Situation? Was? Sind schon wieder mehr geworden? Hör auf. Oh. Drei Betten fehlen. Boah, ey. Da wären wir echt voll. Ich baue noch... falsch. Siehst du, flatter Schock, schwere Not. Verdue ich mich noch bei den Bettchen. So, ich baue noch schnell drei. Ich denke, da kann noch einer her. So, eins. Boah, ich muss da echt einmal... Boah, das schaut furchtbar aus. Ach ja. Dann hier vielleicht noch einer. Zwei. Und da vielleicht noch jemand. So. Es ist nicht schön, aber derweil einmal zwecksmäßig. Du alter Schwede. Ne? So, und jetzt die Rüstung reparieren, sollte ich sagen. Nein, du sollst das nicht wegschmeißen. Du sollst nur aus dem Baumenü raus. Danke. So, schnell reparieren tun. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. Och moi. So, reparieren. 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 Das auch noch. Und der sowieso. Kann man irgendwas verbessern? Tatsächlich, das geht schon. Dann machen wir das gleich. Dann machen wir das doch gleich. Ah, den haben wir schon. Okay. Du bist noch. So. Jo. Gleich unsere tolle Rüstung ein bisschen verbessern. Die Zeit gönne ich mir jetzt einfach mal. Yeah! Wup, 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 wup. Level up erreicht. Supi. So. Super duper. So. Ja. Dann der Kerl noch, glaube ich. Ne, dann haben wir schon alles fertig. So. Jo. Na bitte. Das. Alles fertig. Ja. Wir wollen verlassen. Na prima. Moa. Was hier noch gehören würde, wäre die Roboterstation, ehrlich gesagt.
Aber die wird zu groß sein, ne? Habe ich die schon gebaut? Die habe ich, glaube ich, nicht gebaut, ne? Die Roboterstation. Mal schauen, was wir für Edda nämlich bauen, also basteln können. Warte mal, wenn wir schon dabei sind. Ist ein total verhunzter Bart, ich weiß. Und ich merke gerade, dass ich gleich niesen muss. Obwohl ich gar nicht will. Wartet mal ganz kurz. So. Ach, ja. Jawohl, die wird sich sogar ausgehen. Ein bisschen halt irgendwie. Hui. So vielleicht irgendwie. Da war es gerade grün. So. Und da können wir jetzt mal vielleicht was... Na, soll ich das nicht haben. Da möchte ich gern probieren. Die Edda bitte. Ob wir hier nicht irgendwas machen können. Da ist nichts, weil da braucht man Hammer, glaube ich. Wachbottkopf. Ja, der schaut gefährlich aus, oder? Kein Kopf, natürlich. Ich würde sagen, der schaut doch gefährlich aus, oder? Mittlere Kampfreichweite. So. Dann die Kopfrüstung. Was hätten wir denn da? Achso, eine Kopfrüstung. Schaut das nicht doof aus? Höhere Energieschaden, höhere Schadensresistenz. Instabil, kann bei Benutzung kaputt gehen. Super. Fügt Chance hinzu, Ziele in Raserei zu versetzen. Erhöht Schadensresistenz. Instabil, kann Benutzung kaputt gehen. Okay, die beiden sind nicht so klasse. Plüschkopf. Ja, toll. Verbesserte Schadens- und Energieresistenz. Das schaut cool aus. Ahabs Helm. Nahkampfziele brennen. Erhöht Schadensresistenz. Instabil. Oh, kann kaputt gehen. Wie gemein. Der Sensenmann. Fügt Chance hinzu, Ziele zu enthaupten. Erhöht. Oh Gott. Erhöht Schadensresistenz. Instabil. Kann bei Benutzung kaputt gehen. Metzgerhelm. Das ist ja voll lustig. Zerstörerhelm. Erhöht Schadensresistenz. Sowas mal verwenden? So mit Hörnchen? Finsterer Helm. Ich glaube, der schaut cool aus, oder? Probieren wir den mal. Jo. Dann würde ich sagen, den Torso. Da hatte ich noch das Heckmodul hatte ich. Haben wir das schon? Besser geht's nicht. Na, was würde hier fehlen? Robotik-Experte. Ach, Herr Jemine. Ja, das muss ich dann lernen. Ich kann's lernen. Warte mal ganz kurz. Na, das war wieder verkehrt. Ja, bitte verlassen. Warte mal ganz kurz. Ich weiß nur nicht, wo das im Skillbaum drinnen ist. Warte mal ganz kurz. Roboter-Dingsbums. Wo wäre denn das? Was schaut denn aus wie ein Roboter? Da unten irgendwas? Na? Nö. Nein? Nein? Nope. Nein? Was haben wir hier? Nope. Mm-mm. Nuklearexperte? Na, nicht so wie Gulisch. Na? Hier? Nein? 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 Ja. Ja! Das geht's, glaube ich. Juhu! Supi! Edda, wir können weiter basteln. Entschuldigung, wieder falscher Knopf. So. Wir können weiter basteln. Ich weiß, ich bin lästig, aber ich bin stolz drauf. So. Hacker-Modul. Boah, jetzt geht ja einiges. Erhöht die Schadensresistenz von Verbündeten in der Nähe. Das ist aber nicht schlecht. Tarnfeld. Erhöht die Tarnung von Verbündeten in der Nähe. Strahlungsspulen. Für Gegner in der Nähe Strahlungsschaden zu. Schadensresistenz. Ah, da brauche ich überall zwei. Heilt menschliche Verbündete in der Nähe außerhalb des Kampfes. Boah, Regenerationsfeld, das ist echt cool. Hischan zu. Da fehlt uns halt noch Robotik-Experte Dingsbums. Aufklärungssonden, Orte, Ziele. Na, das Tarnf. Ich werde mal das Resistenzfeld nutzen. Dass ich weniger aufs Goschal kriege. Das ist sicher nicht verkehrt. Torso.
Haben wir da irgendwas Gescheites noch? Hydraulikgestell erhöht Schaden, steigert Rahlkapazität. Aber. Na, das geht. Juhu! Sofortigst. Ja, bist du gescheit? Wie cool. Halt, stopp. Torso, warte, da haben wir noch was. Hydraulikgestell erhöht Tragekapazität. Unbedingt. Chance auf stärkeres Taumeln bei Nahkampfzielen erhöht Schadensenergieresistenz. Ja, das ist okay, glaube ich. Und aggressiver Torso, Wachbot-Torso. Boah, das schaut aus. Yay. Oh mein Gott. Na, da gefällt mir dir schon. Verbesserte Gesundheit, überlegene Gesundheit, anfällig für Überhitzung. Erhöhte Gesundheit. Das schaut ja kacke aus, oder? Na. Da gehe ich mal ein bisschen aufs Aussehen. So, fangen wir von unten wieder an. Verbesserte Schadens- und Energieresistenz. Wow, wenn es noch besser ist, nehmen wir das doch gerne mit. So, was haben wir denn da? Wollen wir mal rollen wir mal. Alter, wie weit geht denn das runter da? Da, linke instabile Explosiv-Minigun. Kann kaputt gehen, das ist instabil, das brauchen wir nicht. Da, erhöht. Außergewöhnliche Feuerrate. Gatling-Laser, das hört sich ja cool an, oder? Ja, das schaut da cool aus. Das nehmen wir gern. So. Was, wie, ich bin wahnsinnig. Stimmt ja gar nicht. Frechheit. Hydraulikgestell. Nahkampfschaden. Jo, das nehmen wir mit. Ja. So. Und linker Arm. Roboter links. Wachbot. Außergewöhnliche Tragekapazität. Jo, bitte. Nehmen wir doch gern mit. So, das rechte Ärmchen. Da haben wir schon einmal den Wachbot, ne? Ja. Fabrikrüstungsgeschichtel. Hydraulikgestell. Seminarkampfgeschichtel. Aha, warte. Das wäre besser. Weil Energie- und Nahkampfschaden werden auch erhöht. Dann kriegt sie auf die Seite das da. Dann hier wieder so ein Drum. Ah, ist lustig. Ich find's lustig. Oh, schade. Da habe ich die Metz nicht mehr. Glasfaseroptik. Glasfaseroptik fehlt hier. Naja, muss man halt dabei so damit auskommen. Da will ich... Da können wir eigentlich wieder auf das hier gehen. Wenn es nochmal verbessert, ist doch gut. Hoffe ich mal. So, halt. Nein, die Beinchen sind noch dran. Die Ketten werden, glaube ich, bleiben, oder? Wachbotbeine. Aber der schaut auch cool aus. Aber beschränkte Beweglichkeit in beengten Räumen. Ah, das ist natürlich eine blöde Geschichte. Na, dann lassen wir das lieber so. Überlegene Tragekapazität. Oh, das wäre so cool. Ich meine, die Edda kann sich ja zu uns hinporten, ne? Streng gesehen. Eher die hier oder die hier? Die können rollen am Boden. Oh, ist das cool. Ich weiß es nicht. Wachbootbeine? Weltraumwachbootbeine. Ah, das hört sich schon cool an. Das kriegt jeder. Muah. Jetzt ist eine große Lady. Benehmt euch, Leute, sonst knallt sie euch weg. So, steigert Tragekapazität. Aber das würde Energieschaden und Tragekapazität erhöhen. Ja, ist das besser. Da. Dann ist beim oberen auch das besser. Ich wollte nur darum auf die Werte schauen. Ich bin so doof. Entschuldigung. Aber, dann werden wir das da nehmen, weil jetzt gehen die Metz aus. Leider. Die machen Verschwindibus. Verringert Tragekapazität, kommt gar nicht in Frage. Was ist denn das? Alter, Beinpanzer, hä? Mhm. Verringert Tragekapazität. Verringert. Ich will aber nicht, dass es erhöht. Was sind wir denn da? Erhöht. Schaden und
Schadens- und Tragekapazität. Haben wir da was mit erheblich auch? Na, gell? Da muss ich das nehmen. Dann nehme ich einfach das und gutes. Anfertigen. Boah, die Äder. Aha, die schaut jetzt aus. Cool. Dann die Haxen. Waren wir da jetzt schon bei den Beinen? Schon, ne? Ja, das war das Letzte. Dann die Farbe. Jetzt kriegt sie mal einen neuen Anstrich. Aber ich glaube, sie bleibt so ein bisschen schäbig, ne? Was wäre denn pink, oder? Pink wäre eine schöne Farbe, ha? Huh? Ich mach dich kaputt. Ich bin die große Lady. Na, schwarz wäre auch schön. Aber ich werde bei hellblau bleiben. Das ist Edda. So. Passt. Jetzt will ich mir das mal anschauen. Alter, die Edda. Scheiße, sie kommt bei der Tür nicht mehr raus. Alter, Mädel. Du hast jetzt ja ein ordentliches Gestell, ne? Geilo. Boah, hoffentlich klappt das in den Dungeons. Ich bin gespannt. So, einsteigen. So. Hoffentlich klappt das. Boah, die schaut aus, ey. Das ist irgendwie lustig. So, wir porten uns wieder. Ah, denn das geht sich heute noch aus. Entschuldigung, dass es so lange dauert, aber jetzt hat Edda ordentlich Wumms drauf. Ah, schön. Und wir natürlich auch. Wir sind jetzt ja auch ein bisschen stärker. So. Boah, ich freue mich schon, wenn wir die Vault weiterbauen. Da haben wir viel zu tun. Vor allem muss ich oben schlau ausbauen. Wir brauchen viele, viele Schlafzimmer. Ja, die werde ich wahrscheinlich unten schon anfangen müssen. Ich glaube, da wo die Bettchen jetzt schon stehen, würde sich so eine Mini-Kabine super eignen, wo die Leute echt nur zum Pennen reingehen und ein paar Habseligkeiten reinschmeißen können in so ein Schränkelein. Und wo sie sich dann einfach tagsüber mit den anderen Leuten quasi im Gemeinschaftsraum oder so treffen können. Oh, das glaube ich wird schon gut hinhauen. Glaube ich. So. Ah, schön. Ah, Edda schaut so cool aus. Es ist echt, das gefällt mir wirklich gut. Wobei mir die anderen Wachbottbeinchen auch gut gefallen haben. Muss ich sagen, vom Style her. Ja, yeah, vom Style. So, sind wir da richtig? Yep. Also hier lang. Da drüben ist ein Meierlurk. Und noch leuchtend obendrein. So, jetzt kannst du zeigen, was du kannst, Edda. Alter! Ich bin so lustig. Alter. Ah, da kommt noch wer. So lustig. Wumms. So, das war's mit dir, du Mistviech. Perfekt. Na, ich wollte sie nur mal in Aktion sehen. Entschuldigung. Ich hype das gerade ein bisschen. So. Sollte hier irgendwo ein Anglerfisch sein, tut er mir jetzt schon leid. Der kriegt nämlich dann schier aufs Goschen. So, wir brauchen Licht, glaube ich. Ja. Aber wenn du denkst, das Licht ist eigentlich so schwächelig, ne? Aber so ist. Wir würden wahrscheinlich nur Viecher anlocken. Das wäre auch nicht so schön. So. Hachi, hachi, hachi. La, 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 la. Nein, mir gefällt Edda. Kommt sie eigentlich nach? Ich glaube, sie wird oben stehen bleiben, ne? Ja. Hachi, hachi, hachi. Ja, Elektronik und Wasser, ne? Verträgt sich nicht so gut. Könnte es sein, dass die Arme einen Kurzschluss kriegt, dann haben wir sie verloren. Das wäre nicht schön. Die Edda möchte ich schon so gut es geht erhalten. Die ist echt my best friend hier im Spiel. Yeah. Die Edda. Da-da-da. So, wie kommen wir denn jetzt hier rauf? Einfach hüpfen machen wird nicht drin sein, oder? Weil so gut hüpfen. Können wir hier nicht mehr. Vielleicht irgendwie da vorne? Ich meine, ohne... Wow. Okay, geht. Geht schon, geht. Okay, geht. So. So. Aber die Powerrüstung ist halt echt was Geiles. Die geht sogar als Taucheranzug, wenn du denkst, ne? Ist schon cool. So, was haben wir denn hier Feines? So.
Wieder zwei Trümmer. Fehlen wahrscheinlich nur noch zwei. Gibt es hier irgendwas von Wert? Naja, wenn es ein paar Trönchen sind, die können wir theoretisch liegen lassen. Weil die sind jetzt nass. Die braucht man nicht. Mal schauen, was es da oben noch gibt. Hui, hüpf. Bin ich schnell, wenn ich hüpf? Nicht wirklich, ne? Boah, radioaktiv verseucht sind wir halbwegs. Hui! Schau mal! Da geht's noch weiter rauf. Na, großartig. Ah, da schau. Red X. Wie schön. Da ist noch eine Kiste. Ich habe sie gesehen. Splittergranaten. Noch eine. So, Cocktail. Molotov-Cocktails. Die müsste ich auch mal schmeißen lernen. Warte. Ich gehe hier gleich raus. Boah, überall Schiffwracks, ne? Was du da erforschen könntest die ganze Zeit. Bist nie wieder fertig, glaube ich. So. Und? Signal haben wir immer noch keins. So eine Frechheit. So, wie machen wir das da oben? Hier? Und da runter hatschen? Ich denke mal. Aber im nächsten Part. Wir bohren uns jetzt... Ja, das wollte ich schon sagen. Gehst endlich. Wir bohren uns nochmal hier ruf. Und dann, wo wir gerade von Taucheranzug gesprochen haben, ne? Da ist schon einer. Ja. Und... ja. Passt. Jetzt sind wir da. Ich wollte nur sagen, wir werden den Part beenden. Was? Boah, die Edda schaut so cool aus. War der Deichsel? Hallo? 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 Wo ist jemand? Da. Ein Meierlurk. Eine Meierlurk-Königin. Natürlich. Freilich. Wird es nochmal spannend zum Schluss. Entschuldigung. Spannend. Ja, die hauen wir weg wie nix. So schaut's aus. Boah, das ist auch noch mehr Freeloot für uns. Was? Noch jemand? Wo? Ein Jäger. Den sehe ich nicht. Die Eltern, ne? Haben wir ihn erwischt? Na, glaube ich nicht. Jetzt taucht eine Meierlörk-Königin auf, verstehst? Das... Wo? Wer? Albino-Fischi? Was ist da drüben? Ein Angler. Die Eltern, ne? Die macht einen fertig. Wo ist er denn? Scheiße, nicht umgeschossen, Vollgas. Sind wir fertig, meine Gute? Ich will nämlich gerne den Part beenden. So. Ah ja, mit der Edda wird es nicht langweilig. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.